Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde von Final Fantasy X HD Perfect Game. Wir machen weiter in der südlichen Donnersteppe, direkt nach Guado Salam aus der letzten Folge. Hier links haben wir erstmal nochmal zwei High Potions, zweite links unten haben wir die zwei Phoenix-Wände schon geholt. Und wir müssen natürlich weiter wirklich unsere Reise fortsetzen. Unser Team besteht weiterhin aus Lulu, Waka und Rowan, einfach nur weil die am flexibelsten sind und die meisten Gegner eigentlich direkt ausnocken können. Hier wechseln wir kurz rein, taktisch gesehen, halt um den da wegzuhauen und dann Owen für Lulu auszuwechseln und dann halt, oder nicht, machen wir es halt lieber so. Ich dachte eigentlich, Owen war vor dem Gegner dran, hab ich gerade irgendwie vertan, naja. Wasra. Immer mal so ein paar Gegner töten, die geben mittlerweile schon wieder relativ anständig XP, auch wenn die, ich sag mal, Aufwand und XP-Rate immer noch nicht wieder so gut ist. Aber 400 AP ist schon nicht schlecht, da brauchen wir bloß noch 1 bis 4 Kämpfe, sag ich mal, je nach Charakter. Und wir haben schon wieder ein Level up. So. Ja, ich weiß übrigens fast keinen Blitz aus. Da ist so oder so noch, ich glaube, mich 50 Mal treffen lassen muss. Das werdet ihr euch schon nochmal genauer sagen, wenn ich das gezielt mache. Mal, das ist A. Ist aber schlecht, dass es A ist. Haben wir ja mal so drauf. Ach, siehst du. Und schon klappt das. Wir haben ja mit Waka immer noch Steinschlag. Und damit haben wir irgendwie eine, keine Ahnung. Weiß jetzt nicht, wie hoch die Chance ist, jemanden zu versteinern, aber schon relativ hoch. Ich glaube, das geht so an die 20%, glaube ich sogar. Es ist echt nicht schlecht. So, Kaktusstein mit Viereck einmal anbeten. Das hat einen Grund, warum ich das jetzt schon tue. Flop. Und zwar ist das folgende: Wenn man einen Kaktusstein anbetet, gibt es in der nördlichen Donnersteppe Kaktoren als Gegner. Und das ist nur eine Vorbereitung für später. Ich mache da jetzt nicht großes Gefahr mehr an denen. Das ist einfach bloß, damit ich mir was ersparen kann. Gucken wir mal, ob Stein nochmal funktioniert. Ja, wunderbar. Also, ich will mir eigentlich bloß einen Weg ersparen auf gut Deutsch. Auch wenn ich eh nochmal in den Süden muss, aber je mehr Kaktusscheine man angebetet hat, umso mehr Kaktoren erscheinen in der nördlichen Donnersteppe. Und das ist auf jeden Fall zu empfehlen, wenn man etwas machen möchte. So, hallo mein Freund. Well, hello there. Would you like to hear about this place? Immer doch, Mädchen. Hört ihm gerne zu. Immer schöne Trivia-Infos. Let me tell you about the crossing. A long time ago, this place was a traveler's nightmare. Planes of lightning, planes of thunder. Those who cross are torn asunder. Or so they used to say. Then a man by the name of Bilgen appeared. Using Machina, he built towers that served as lightning rods across the plains. Finally, travelers were able to cross in safety. Bilgen was building that tower over there. When he was struck and killed by lightning. Und das nennt man wohl Ironie des Schicksals, ne? Gut, dass wir so resistent sind und einfach so in Blitze reinlaufen können, ohne dass uns was passiert. Ach nein, wir weichen ja immer noch sehr knapp aus und werden dann zurückgestoßen. Stimmt, wir werden ja nicht getroffen, man muss sowas ja immer ganz genau sehen. Genauso wie Charaktere in Final Fantasy nie sterben, sie werden nur kampfunfähig. Das muss ich ja Leuten immer wieder erzählen. Ach ja, Kleinscheißerei und so. Nee, nicht wirklich, wir haben dich nicht vermisst, mein Freund. Schicken wir den mit einmal tot? Ja, wunderbar. Das passt. Wenn ihr übrigens nicht kämpfen wollt, dann habt ihr hoffentlich schon Teile so weit trainiert, dass ihr einmal als Erster dran ist in solchen Kämpfen. Dann könnt ihr euch sehr, sehr viel Arbeit ersparen. Gucken wir mal, was Shelinda uns zu sagen hat. Ach, taucht schon hier auf. Wusste ich gar nicht, dass er auch schon hier auftaucht. Ist aber natürlich sehr schwer zu töten, wie immer in Final Fantasy. Ja, da sie sehr oft fliehen. Ich hätte jetzt natürlich eine Ekstase verwenden können, aber das ist nicht wirklich lohnenswert, weiß ich. Wie gesagt, das ist jetzt nicht mein vorrangiges Ziel, die zu farmen. Guten Tag. Hi there. Is it true? I heard that Maester Seymour and Lady Yuna are to be wed. It's such great news. I have to tell everyone. Where'd you hear that? From the Guado. They were all very excited. Huh.
I'm afraid you heard a little wrong. Yuna's gonna turn him down. Oh, really? Ja, doch, keine Hochzeit, ist so. That's unfortunate. Well, I'm sure that people would have rejoiced all over Spira. Oh. Püh, nix ist. Yuna ist meine Frau. Seid auch. Darüber kann man doch auch froh sein, oder nicht? Ist doch voll doof. Okay, wir gehen auf jeden Fall auf Lulu zurück. Denn mit Lulu können wir in aller Ruhe natürlich wieder Wasser auf den Kollegen machen. Dann haben wir Wacker. Nehmen wir lieber den hier tot. Ja, nehmen wir lieber den hier tot. Natürlich. Oh, Wacker ist nochmal dran. Das ist natürlich wunderbar. Weil Owen natürlich nichts machen kann hier. Der ist wirklich nur da, falls hier ein Ravur kommt oder ein Kusarik, wie sie ja heißen. Also diese. Ne, Ralvor und Kusariks. Das sind ja diese lustig tollen Drachenwesen oder Echsen, sag ich mal. So, hier haben wir nochmal eine Kiste mit einer Wasserbombe. Eine Waffe für Orwin, natürlich mit Wasserangriff. Kann man ausrüsten, muss man aber nicht. Das ist halt so eine Sache. Ich meine, warum sollte man, sag ich mal. Da habe ich doch lieber für Notfälle nochmal einen Steinschlag. Da kann man immer mal was rausholen. Lassen wir es gleich sein. Trifft eh nicht. Trifft eh nicht. Wir müssten halt eigentlich Rico trainieren, aber naja, das mache ich sowieso dann irgendwann nebenbei. Die brauchen wir sowieso nicht wirklich. Ach, leck mich doch. So, Wasserbombe und natürlich hier nochmal beten. Und den dritten Stein in der nördlichen Donnerscheibe lassen wir sein. Das brauche ich in Anführungszeichen dann nochmal zum Erklären, wenn wir wirklich das machen wollen, was man hier machen kann. Naja. Weil es doch erklärt. Die wissen, was man hier machen kann, die wissen, was ich gemeint habe. Und die, die es nicht wissen, die können gespannt sein auf Folge 5700 oder so, wenn wir das dann endlich mal machen. Oh, das war jetzt eigentlich doof. Eigentlich müsste ich zuerst den mittleren rausnehmen, weil der ist gefährlicher. Okay. Da hatte ich Glück. Kann auch Pech haben und der macht einen unschöneren Angriff, glaube ich. Ich glaube, da kann sogar blind erzeugen. Aber ich vertausche sowieso immer diese Flatterviecher. Da gibt es ja gefühlte 70 in diesem Spiel. So, ja, ja. Jetzt lass mich doch mal laufen, du Blödmann. Es gibt hier übrigens verschiedene Zonen. Unter den Blizzardblättern wird man übrigens halt wirklich gar nicht getroffen, auch wenn man genau in ihnen dran steht. Entgegen das, was das Spiel sagt, das lohnt sich theoretisch. Praktisch ist es aber wirklich so, dass sich das irgendwie nicht lohnt, weil man natürlich jetzt bloß Owen Wacker gelevelt hätte. Ich guck mal, ob ich den mit Wasra vielleicht sogar schon down bekomme. Ne, das macht viel zu wenig Schaden. Okay, dann probieren wir es mal mit dem Kollegen. Denn Ekstasen treffen immer. Ekstasen treffen immer und die sollte man auch etwas leveln. Zumindest bei Tidus. Nur durch Anwendung levelt er die. So, vernichten ist schon mal ganz cool. Draufhauen reicht nicht. Und er flieht in Richtung Lulu. Das war jetzt irgendwie merkwürdig. Wollte der jetzt zur neuen Waffe von Lulu werden oder was war das jetzt? Naja. Aber ihr seht schon, es lohnt sich wirklich nicht wirklich. Okay, ich habe jetzt ein Vitalschild bekommen. Ich weiß nicht, was das macht. Können wir mal fix mal gucken. Aus Spaß und Freude. HP-Generator. Naja. Regeneriert meine HP während des Laufens. Ist jetzt nicht so der Knüller. Kann man anziehen, wenn man nichts Besseres hat. Aber das ist... Naja. Man heilt sich halt lieber wirklich. Hier sind so viele Speicherpunkte und so. Also, lohnt sich wirklich nicht. Yes, ma'am. Eine sehr schöne Zwischensequenz. You're giving me the creeps. Diese Kamerafahrt ist immer wieder so geil. This storm never stops. Better to cross quickly. I know, but just for a little while. Well, what now? Müsste eigentlich gerne mal, ob das wirklich möglich wäre, dass es eine Ready, please?
eine Ebene oder eine Steppe geben könnte, wo man wirklich dauerhaft Donner hat. Wir gehen einfach mal da rein. Da würden jetzt immer zwei Dialoge kommen, wenn wir jetzt nicht sofort reingehen würden, aber die spare ich mir gerne. Denn die sind einfach bloß nervig. Die sagt eigentlich dreimal das Gleiche, auf gut Deutsch. Fast. I'm a little tired. Do you have a room available? Ah, Lady Summoner. Yes, just over that way. Thank you. Yuna? It's not like her. So, hier ist es dringend darauf zu achten, dass man jetzt nicht sofort Yuna hinterher rennt. Zum einen kann man sich hier erst nochmal eindecken. Oder sich ausruhen. Na gut. Was ich sagen wollte, man kann sich hier eindecken mit neuer Ausrüstung. Da gibt es natürlich wieder Strom 50% und auch ein bisschen was für einen Angriff, aber das ist nicht wirklich sinnvoll. So, davon haben wir noch auf jeden Fall genug. Was ich mir gerne kaufe, sind die ersten paar Handgranaten. Sehr schön, um Riku wenigstens halbwegs einen Sinn zu verleihen, denn aktuell kann sie halt wirklich gar nichts. Was sagst du? It's not easy being a guardian to a summoner so young. Hast du wohl recht. Yuna resting. Go away. Go away. Yuna looked preoccupied. Was it because of Jiskel? Man weiß es nicht so, aber wichtig ist, die Kollegin hier nochmal anzureden. Are you that scared? When I was little, a fiend attacked me while I was swimming at the beach. My brother tried to beat it back with a spell. But he missed and hit me instead. It was a thunder spell. Ouch. I've been scared of lightning ever since. But it can be effective. Magic is effective against marine fiends. My brother said that too. You should learn some spells too. Maybe later. Nice to see you again. Welcome to the Rin Travel Agency. Oh. Shh. Oh. Shh. Ja, und deswegen, also Rin, also den kann man wirklich verpassen. Der ist ja Rin, den kennen wir ja nun schon. Und der gibt uns mal was Schönes. How goes your study of our language? Nicht null Fortschritte nehmen, auf jeden Fall sagen, geht so. That is good to hear. Allow me to present you with this book for your study. Dann lasst bekommen wir nochmal das Elbert Lexikon Band 14 und habe zu N. Would that be Sir Orin by any chance? Ja. Ah, as I thought. I've been wondering since I saw him at the Meehan High Road branch. Sir Orin. Was für ein Ton. Remember me? 10 years ago, at the beginning of Lord Braska's calm. Yes, I should thank you. Not at all. I could not leave a wounded man to die. However, I was surprised when I saw you gone the next morning with that wound. An ordinary man would not have been able to walk. I'd rather drop that subject, Rin. As you wish. Gut ausgewiesen. Hier können wir übrigens meinen, das ist nochmal ein Elbert-Lexikon, ist es aber nicht. Das ist bloß Aufzeichnung eines Mediums, die dann schon beim Buch lesen. Früher hauste auf dem Kontinent Jose eine Monsterart namens Kaktor? Fragezeichen. Die Kaktoren? Fragezeichen zerstörten Ernten über vielen Reisen und wüteten ohne Ende. Da erschien Sir Gandalf, der Mann, der später zu einem Medium werden sollte. Sir Gandalf durchreiste den ganzen Kontinent und trieb die Kaktoren in diese Ebene. Er jagte einen Kaktor? Fragezeichen. Nach dem anderen und brachte ein Viereck-Siegel an. Schöner Name. Plötzlich lösten sich die Kaktoren-Fragezeichen in Rauch auf und wurden von Steinen aufgesogen. Sie sind seitdem in diesen Stein versiegelt und Nacht dem Sonne ausgesetzt. Bis jemand das Viereck-Siegel bricht, werden die Kaktoren-Fragezeichen dort gefangen sein. Sir Gandalf vollbrachte ruhmreiche Taten in ganz Beor. Seiner Überzeugung nach besteht die Aufgabe eines Mediums nicht nur darin, gegen Sinn zu kämpfen. Das war jetzt nochmal dahin quasi, man kann die Kaktonsteine anreden mit Viereck und dann löst man daraus die Kaktoren wieder. Das haben wir ja schon getan, indem wir die zwei Steine da unten aufgelöst haben oder, sag mal, entsiegelt haben.
I wonder what's wrong with Yuna. Werden wir mal sehen. Nothing really. I'm sorry. I shouldn't have come in. Hey, wasn't that Jisco Guado guy? The sphere is his will. It says, take care of my son. Huh. His son? Seymour? Well, I know one way to take care of him. I'm sorry. Huh? Einmal random weglaufen? What do you think you're up to? Yuna was acting funny. Yeah, She'll tell us when she's ready, so hold your chocobos till then. Yeah. All right. Gut, an dieser Stelle kann man übrigens nicht mehr Rin heraufbeschwören, in Anführungszeichen, denn hat man wirklich das Ganze verkackt. So blöd es auch klingt. Whatever happens, we're still Yuna's guard. Okay, ich weiß. Then let's just go on with the journey, huh? Kimari sagt mal nichts, wie immer. The thunder planes yet, so be prepared, all right? Haben wir schon gemacht. Going to move unless we do something. Okay. It's not stopping, is it? Don't tell me you were hoping it would. Fine, stay here. All right already. But you didn't have to say it like that, you know. You could be more comforting or something. You know, try to cheer me up. Sei nicht albern. Hey, are you listening? Und dieser Donnereffekt ist auf jeden Fall echt sehr, sehr schön gemacht. Also dieser Blitzeffekt. Gut. Such random. Okay, wir gehen erstmal nochmal rein. Denn. Muss kurz überlegen. Hier war das. Hi. Muss ich gerade nochmal nachlesen, wie war denn das jetzt? Ich dächte eigentlich. Dann kam es erst später. Okay. Ach nee, da ist es ja. Ein Donnerschild, stimmt. Gut. Dann machen wir aber erst in der nächsten Folge weiter. Denn es ist schon wieder an der Zeit. Lang ist die Donnersteppe. Und wir wollen ja nicht wieder übertreiben. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir haben jetzt, ja, nicht so viel geschafft, aber so ist es eben in Final Fantasy X. Die Donnersteppe ist halt ein wichtiger Bestandteil in Sachen Story nochmal. Und ich weiß auch, dass in der nächsten Folge
werden wir wahrscheinlich bis in die nächste Region kommen, aber das war's dann auch schon. Das zieht sich auch noch ein bisschen, glaube ich. Naja, werden wir sehen, wie wir es schaffen. Dann eben bis zur nächsten Folge, meine lieben Freunde von Final Fantasy X HD Perfect Game. Bis dann und tschüss. Listen to my story. This may be our last chance.